Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Legion PvP. Der Boy ist immer noch wahnsinnig, ne? Die BGs laufen genauso wie die letzten, ne? Und dementsprechend jetzt mal die längere Horde-Wartezeit in Kauf genommen und mal sehen, ob das hier besser läuft. Alter, eben Katmoku, die Leute nehmen die Kugeln, wir haben Tank, wir haben Heiler, springen in die Mitte und springen wirklich so hops oder so und bleiben da dann stehen und fighten den Demon Hunter Tank und gehen grenzenlos down, ja? Während da hinten zwei Heiler stehen. Und ich stand da oben als Hexer, hab meine Saaten reingeballert und dachte so, was zum Fick bin ich denn sehend, weißt du? Jetzt, liebe Horde, brodelnde Küste, Beastmaster, Hunter, ja, wunderbar, mit Hunter mittlerweile auch alle drei Mage-Shout-Challenges, Freunde. I'm so happy about it, ja, und wir gehen gleich mal da hoch, denn da scheint nur mit unser Priester hinzugehen und ich sehe tatsächlich gar keine, ich sehe oben komische Gnomenflugzeuge, das war's, das will man ja auch nicht unbedingt sehen, ne? Frage ist, unsere Pets sind auch da, schöne Sache, wir können ja auch mal aufmachen, da drüben ist direkt ein Hexerlein, das scheint aber auch der einzige zu sein, jawohl, der geht ja auch nur auf unseren Priester. Dann können wir da mal draufrömmeln, würde ich sagen. Nether-Zauberschutz hat er gezogen, reflektiert alle Zauber, sollte uns als Hunter aber ja wenig jucken. Was haben wir hier? Das ist ein Vergelter oder was? Junge, ich dachte, der sah eben für mich aus wie so eine Wache vom DK, weißt du? Sah einfach aus wie so eine Wache vom DK, Junge. So ein beschworener Skelettdiener hier mit seinem knallgelben Transmog. Gibt's ja nicht. Ja, dann vier mich noch schön. Ah, Gebrechenshexer, das ist auch so ein Ding, ne? Gebrechenshexer gibt's ja auch grundsätzlich zwei Möglichkeiten, den zu spielen. Die eine ist, wie er macht die schön mit vier und hin und her geschissene und dann einen Tötungsbefehl qualvoll verrecken. Und die andere ist, wie ich es immer mache, ne? Die andere ist einfach, wie ich es immer mache, komplett reinrotzen, stehen, schlechtes Positioning, sich einfach gegenheilen mit Sehendieb, hoffen, dass keiner kickt, ne? Aber das finde ich so lame, dieses Gebrechenhexer, das ist ja schon immer so. Das kann man auch machen, das ist auch sicherlich gar nicht schlecht. Hat er jetzt Bubble gezogen, jetzt schon, okay. Dass du wirklich immer vierst, der Gegner kommt ran, vier, ja, der Gegner ist weg, okay, Sehendieb, instabiles Gebrechen. Das finde ich mega lame, Alter. Das wäre wirklich gar keine Spielweise für mich, das muss ich auch neidlos so anerkennen. Was macht der denn? Hä? Was macht denn der? Da musst du sie mal gerade kurz innehalten. Auch wieder so ein bisschen Werner-mäßig. Männer, könnt ihr innehalten? Ja, das war ja... Was zum Fick tut dieser Mensch da, ne? Wir retten mal unseren Priester jetzt hier ein bisschen. Aschenwelle ist auch raus, Junge. Ich kann gar nicht so schmettern, wie der miese Paler sich hier auch gegenreckt, Alter. Ich habe schon alles auf den Hexer und jetzt kommt ein Feuermatch dazu. Sehr schön, okay. Unser Vorkommen ja hart erkämpft, liebe Leute. Sehr schön gemacht auch von dem Priester. Grüße gehen raus an den, ne? Ganz, ganz schön gemacht. Boy, boy, boy. Warum funktioniert jetzt Tierheilen nicht? Oh, schön, mit Wiederbeleben-Animation direkt mit drin, tolle Sache. Und das finde ich so ätzend, weißt du. Das finde ich schon lame, wenn ich es nur sehe, wenn das mein Gegner ist, weißt du. Ich muss nicht mal selber spielen, ich muss es nur sehen, dann kotze ich schon. Da unten ist der Verbrecher schon wieder, der freut sich bestimmt jetzt meine Tiere direkt wieder auf den Nacken zu kriegen, Alter. Der kotzt schon wieder, weißt du. Der kotzt schon wieder, Junge. Ja, komm, hau schön drauf hier und auf Wiedersehen. Ja, Paris Athen, Junge. Wir wissen doch, wie es läuft. Oh, nee, das finde ich so räudig, weißt du. Vielleicht finde ich es auch nur räudig, weil es bei mir wieder nicht funktionieren würde, Freunde. Ihr wisst genau, wenn ich sowas machen würde, ne, dann kommen 1000 Leute an und kicken mich einfach in den Vier und das war's dann, ne. Das geht natürlich auch. Aber, nee, ich finde es unfassbar lame, weißt du. Das ist so, da kannst du AFK sein bei der Rota, ne. Du kannst ja Frostika-Burst haben und haten und was weiß ich nicht alles mit deiner leuchtenden Zweiklick-Rota. Das ist ja alles möglich, ist ja alles denkbar und machbar. Aber da brauchst du halt nicht mal das, Digga. Da musst du nicht mal AFK sein, weißt du. Da macht das alles der Scheiß alleine. Der Paler hier wieder mit der Bubble. Horde liegt aber gut vorne. Deswegen, das ist echt so ein Speck, Alter, der würde mich nur mad machen. Auch, also macht er ja auch schon. Macht er auch so, wenn ich mal selber spiele, ne? Aber wenn du schon weißt, so, jetzt kann ich laufen, jetzt kommt gleich wieder der nächste Vier. Oh, das finde ich A vom Klassendesign extrem lame. Aber noch lamer finde ich es, wenn ich selber spielen müsste, so, Alter. Holy shit, da lieber ja einfach hier Basilisk, ne? Und dann schön auf den stationären Paler, Junge, Galoppa, Galoppa, einmal in die Waden beißen, oder? So richtig schöner Wadenkrampf, Freunde, ist auch was Feines, ne? Alter, Wadenkrämpfe, morgens beim Aufwachen, oder? Holy hell, Junge, da ist man aber wirklich von Jesus selbst geküsst, weißt du? Da denkst du ja auch jetzt lieber eine Kreuzigung, oder? Also das ist ja so ein bisschen das, was in unseren Köpfen vorgeht. Ich weiß nicht, was bei der Allianz los ist, aber das spiegelt gerade, ist ja Verbrecher schon wieder, ne? Der darf auch keinen Spaß haben mit dem, was er tut, Alter. Der darf einfach keinen Spaß haben mit dem Scheiß, den er spielt, weißt du? Gebrechen, Junge, auf Wiedersehen, zack, so muss das nämlich aussehen. Oh, die haben gerade nicht viel Freude, ne? Das ist so ein bisschen genau das, wie ich eben die BGs gespielt habe, ne? Nämlich du kommst an, dein Team ist nicht da, du gehst auf deinem Mount down, weißt du? Du gehst auf deinem Mount down, Junge. Oh, ich fühle den so hart, Junge. Ich fühle, das klingt ein bisschen sehr falsch, ne? Aber ich fühle es einfach auf einer spirituellen Ebene, Freunde. Wie die Allis gerade kotzen, Junge. Wie sie, guck mal da hinten, wie er einfach versucht wegzurennen hier vor der Teufelswache. Wie er einfach wegrennt, Junge. Das ist ja geil, da machen wir mit, Freunde. Wir handeln jetzt mit, ne? Guck mal da, der Schami. Das ist einfach ihr Heiler, Junge. Das ist ihr Heiler, weißt du? Irgendwo in diesem BG steht jetzt ein einsamer Paladin und denkt sich, wo ist denn meine Heilung? Und die Heilung, die versucht irgendwie hier am Strand, weiß ich nicht, den Rest der Horde irgendwie ins Nirvana zu kiten, weißt du, was zum Fick bin ich denn sehend hier, Alter, was ist das? Was ist denn das hier? Oh, hier ist noch ein Schurke, Junge, helfen wir mal wieder hier.
Helfen wir mal hier vorne. Ich glaube, das läuft auch so, ne? Wenn wir hier einen Heiler beschäftigen, klar. Warum denn nicht? Können wir auch mal so ein bisschen. Weißt du, kann man, da spiele ich WGs, Junge, da muss ich mir die Scheiße aus dem Leib böllern, um mir überhaupt Licht zu sehen. Und dann spiele ich plötzlich Runden. Dann spiele ich plötzlich Runden, wo ich hier am Strand im St. Nimmerleinsland zum St. Nimmerleinstag, weißt du, einen Schurken endlos rumkeite und den Heiler, den jagen wir irgendwie so lange, bis er von Haien gefressen wird im offenen Meer. Was zum. Was ist das? Was steht der jetzt hier in der Ecke? Wollt ihr mich verarschen, Freunde? Was ist denn das? Was zum Fick bin ich denn hier sehend, Alter? Und wo sind meine Pets, ey? Die machen Urlaub, ne? Die machen Urlaub schön Jan Hegenberg-mäßig. Ich bin untot, ich brauche Urlaub und solche Sachen, ne? Oh, hier ist ein bisschen voll gerade. Jetzt ist ja auch noch ein Monk. Oh, guck an. Guck an, guck an. Wir ignorieren den Monk einfach und fighten einfach weiter den Schurken, weißt du? Da kommen jetzt unsere Pets. Guck mal, da hinten kommen sie, weißt du? Da hinten kommen sie. So, Vögel noch drauf und ausgevögelt, mein lieber Freund. So, und dann hier, pass auf, was wir jetzt machen. Jetzt gehen wir dem Basilisk und dann stehen wir hier mit Schildkröte. Und dann schön die Tierchen auf seinen Nacken. Guck mal hier. Schön Haps, Junge. Der Schaden und wir regen gegen. Geil, Junge. Geil, richtig nice, sehr, sehr schön. So geht's auch, ne? Also so geht's momentan selten, Freunde. Ich lese euch auch nur kotzen, Alter. Im Discord, im Stream, ihr kotzt eigentlich auch momentan nur. Ich weiß nicht, was hier los ist mit dem BGs, aber schön, dass das so auch geht, ne? Das ist ja auch schön. So, den haben wir, was ist denn jetzt noch? Hier noch ein DH oder was? Junge, der ist so spektral, guck mal, der tarnt sich hier, ne? Ist ein seltener Wald- und Wiesen-DH ist das, Junge. Der ist so spektral, Junge, den siehst du gar nicht, weißt du? Der macht einfach nichts mehr. So, komm, auf Wiedersehen. Macht er wirklich nicht. Da geht er down. Da geht er nur noch down, Junge. Nice one. Ja, BM ist halt auch räudig, ne? Mit dem Kiting, wie gesagt, mit dem Basilisk-Gedöns und so. Da gibt's ja auch ganz schöne andere Tierchen noch zu skinnen. Ich bin Freund von Basilisk, warum habt ihr eben gesehen, ne? Gerade in solchen Situationen schöne Sachen. So, der Paladine denkt sich, oh, der ist auch wieder alleine, ne? Und das ist genau das Phänomen, was ich echt exakt so bekomme, wenn ich Ali spiele. Das ist exakt dieses Phänomen, ne? Also völlig geisteskrank. Auf Wiedersehen, ne? Meine Phrase. So, da hoch, komm, wir ziehen ja ein bisschen, ne? Ein bisschen Hunter-mäßig die guten alten Aspekte, oder? Ja, warum denn nicht? Wollen wir ganz hoch? Wollen wir hier rüber? Ja, da ist er. Da ist mein guter Freund, der Gebrechenshexer. Ich freue mich, ihn zu sehen. Ich freue mich einfach, ihn zu sehen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, Freunde. Wir haben keine heftigen Dev-CDs mehr, ne? Ich habe noch einmal Freudentaumel. Also, wir böllern ihn mit der Katze auch gerade sehr in die Fresse. Der hat echt nicht so Bock gerade auf uns. Das muss man dazu sagen. So, machen wir uns hier mal trotzdem ein bisschen weg. So ein bisschen die Biege hier, ne? So ein bisschen wenigstens die Biege. Wo steht die denn? Oh, Schwarzblitz. Oh, nee, da habe ich nichts mehr. No, ich habe doch nichts mehr. Ach, scheiße. Ich hatte nicht mal mehr was zum Kicken, ne? Die olle Zibbe, Alter. Leo Dredleck, Alter. Leo Dredleck hat uns hier nochmal umgehauen, ne? Da kriege ich so einen Hals. Ne, aber solche Biege gibt es auch, ne? Momentan ist wirklich wieder so. Wir haben in einem der letzten Schurken-Let's-Play-Parts darüber gesprochen, ne? Momentan ist wirklich so Extreme wieder. Entweder du hast so richtig Scheiß-Extrem-BGs, wo du die ganze Zeit gefühlt alleine bist, wo du als Einziger auf den Heiler gehst und so, wo du als Einziger die BG-Mechanik spielst. Und dann hast du sowas, weißt du? Dann hast du plötzlich ein BG, wo du mad bist, dass du einmal stirbst, ja? Wo du irgendwie so das Ganze verreißt, dass du jetzt vielleicht noch verlierst, ja? Aber einfach auch nur aus dem Grund, dass du so lange hier irgendwie einen Heiler am Strand chasest oder irgend so eine Scheiße, weißt du? Wegen irgendwelchen Lappalien hier am Losen bist, so nach dem Motto. Also das sind momentan die Extreme. Oh, das war ja auch cool. Wusste ich gar nicht, dass man im Rückzug und im Fallschirm dann hier noch so schön fliegen kann. So, Freunde, das war's. Sonst haben wir safe. Das dürfte der Win sein hier für die Horde. 6-1 BM geht. Kann man machen, ne? 8-80. Schön. Ja, 9-2, Alter. Der Priester hier reingehauen. Der Hexer hier wunderbar. Und wie gesagt, Freunde, Gebrechen, ja? Mega chillig zum Leveln. Auch mega chillig so von mir aus im PvE-Content, wenn ihr da die Saat der Verderbnis ein bisschen geskillt habt, dass da 3 von Brocken habt, ihr dreifachen AOE. Mega krank, Alter, auch ohne Gear. Aber hier im PvP, Alter, wenn du es wirklich so runterspielst, weißt du, als wäre der Gegner irgendein Tutorial-Mob und immer 4 Dots drauf sehen, die, oh, er ist frei, 4 Dots drauf sehen, die. Boah, also, Alter, komm, dann können wir auch wieder unsere Endgame rausholen und Tetris spielen, oder? Nee, es gibt bestimmt Leute, denen macht das Spaß, aber Alter, ich kotze schon bei der Vorstellung, weißt du? Ich kotze schon bei der Vorstellung, weißt du? Ich muss auch rumspringen, muss so eskalieren können. Naja, gut, jedem seins, ne? Regel Nummer 1, jeder macht seins, vorne. Ich bin froh, dass wir mal wieder gewonnen haben, dass wir gesehen haben, es gibt auch chillige BGs und wir sehen uns in den nächsten, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschüss!